Der zweite Vollmond im Zeichen Steinbock bringt den Mondrhythmus wieder in den natürlichen Zustand zurück. Er ist auch ein Vollmond des Übergangs, da er auf den letzten Gradzahlen des Sternzeichens Steinbock stattfindet. Damit lenkt er unseren Fokus auf unsere Verantwortlichkeiten, auf unsere Zusagen, auf Abschlüsse und Beendigungen, auch auf die Meisterung unserer eigenen Themen. Diese Meisterschaft erlangen wir nicht zuletzt durch das Loslassen von undienlichen Mustern. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Annabella Drexler, dein Coach für alle Fälle. Schön, dass du hier bist. Der zweite Vollmond im Zeichen Steinbock findet am 21. Juli statt und wird um 12.17 Uhr exakt. Die Steinbock-Krebsachse betrifft unser Zuhause, auch unsere inneren Welten, also unsere Emotionen, aber auch unser Familienleben und unsere Verbindung zu unseren Ahnen. Die Sonne im Krebs öffnet unser Herz und auch unsere Verletzlichkeit. Das unterstützt unseren Reifeprozess im Umgang mit Gefühlen und Emotionen und wie wir diese dann auch zum Ausdruck bringen. Somit bekommen wir jetzt eine wundervolle Gelegenheit, Themen und Muster vor allem auf emotionaler Ebene aus unserem Ahnensystem zu lösen. Das sind Themen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und die uns vielleicht heute noch belasten. Diese können wir jetzt in die Heilung bringen. Die Energie des Steinbocks unterstützt uns, eine neue Ordnung und Struktur in das Ahnenfeld zu bringen. Das wiederum schenkt uns Stabilität, Sicherheit und Rückhalt. Das Ahnenfeld ist stark mit unserem Wurzelchakra verbunden und entsprechend nimmt es auch Einfluss auf uns, unser Leben und natürlich auch auf unseren Körper und unsere Energie. Es ist unsere Basis, unser Fundament, auf dem wir aufbauen. Dieser Vollmond lässt uns auch erkennen, was wir dieses Jahr noch erreichen möchten und was ausgedient hat, weil es nicht mehr funktioniert. Das kann einen starken Druck in uns auslösen, da in uns etwas gewandelt und transformiert werden will. Hierbei geht es um deine Außenwirkung und wie du wahrgenommen wirst. Der Vollmond beleuchtet auch unsere sogenannte Work-Life-Balance. Wie viel Zeit und Energie schenkst du deinem Privatleben und wie viel deiner Arbeit? Ist das in Balance und bleibt noch genug Zeit und Energie für dich selbst? Wir können jetzt erkennen, welche Stellschrauben wir neu justieren dürfen, um mehr in Harmonie und ins Gleichgewicht zu kommen. Die Sonne steht in Opposition zum Pluto und Pluto wiederum in Konjunktion zum Mond. Diese Konstellation hat einen intensiven Einfluss auf uns und verbindet uns mit unserem Zukunfts-Ich. Pluto zeigt uns, was dem nächsten Kapitel in unserem Leben im Wege steht und was wir auflösen müssen, um unsere Ziele auch zu erreichen. Von was darfst du dich verabschieden? Was entspricht nicht mehr deiner Schwingung? Hierbei dürfen wir sehr ehrlich mit uns selbst sein und unseren Schatten und Ängsten ins Auge blicken. Dabei geht es mit dem Pluto auch um Kontrollmechanismen, Machtverhältnisse und Manipulation. Das Trigon von Uranus schenkt uns einen Durchbruch, Befreiung und eine neue Perspektive. Er schenkt uns neue Chancen, neue Lösungsansätze, die wir bisher nicht wahrgenommen haben. In diesem Bezug dürfen wir unsere Glaubenssätze und Denkstrukturen überprüfen und gegebenenfalls verändern. Neptun im Sextil harmonisiert den Vollmond und bringt feinstoffliche und spirituelle Energien ins Feld und erhöht somit kollektiv die Frequenzen. Das kann uns helfen, mehr Vertrauen in uns, unseren Weg und die Führung auf diesem zu entwickeln. Gerade mental dürfen wir uns konstruktiv ausrichten und Entscheidungen treffen, die uns allen dienen. Außerdem unterstützt uns Neptun dabei, unser spirituelles Potenzial zu entfalten und eine noch stärkere Verbindung zur Quelle aufzubauen. Wir erleben, wie gesagt, eine Frequenzerhöhung. Für die Feuerzeichen geht es um Resilienz.
Du bist fast da. Dein Erfolg stellt sich bald ein, also halte durch und schau dir nochmal an, was du emotional wirklich loslassen darfst, um deinen Beitrag leisten zu können, um deine Ziele, deine Berufung tatsächlich auch leben zu können. Und hier darfst du eintauchen in deine Schattenwelt und wirklich diesen Ängsten begegnen, diesen, ja, ich sage jetzt mal, unliebsamen Emotionen begegnen und hier wirklich dieses Kraftpotenzial aus diesen Schatten für dich bergen und zu nutzen für dein lichtvolles Potenzial. Für die Wasserzeichen geht es um den eigenen Selbstwert. Es kommen jetzt wichtige und hilfreiche Informationen aus deinem Unterbewusstsein an die Oberfläche, welche Überzeugungen und Glaubenssätze du in Bezug auf dich selber noch trägst, die transformiert werden dürfen, damit du wirklich auch, ja, das nächste Kapitel deines Lebens voller Schöpferkraft begehen kannst. Für die Erdzeichen geht es um die weibliche, göttlich-weibliche Energie, in die du jetzt noch mehr eintauchen darfst. Du darfst wirklich auch so deine Leidenschaft, deine Passion, deinen Charme jetzt kultivieren und auch zum Ausdruck bringen. Ebenso aber auch diese Befreiung, diese Befreiung aus Normen und Konventionen, die dir nicht mehr dienlich sind, die möchten jetzt wirklich erlöst werden. Du darfst also in deine wilde Weiblichkeit eintauchen. Für die Luftzeichen geht es darum, in deine Zukunft zu investieren. Und zwar mental, emotional, aber natürlich auch physisch im Sinne von Umsetzung. Du hast jetzt vielleicht eine zündende Idee, bei der es darum geht, wirklich in die Umsetzung zu gehen und vielleicht auch wirklich finanziell zu investieren für eine bessere Zukunft. Als Heilstein empfehle ich diesmal die Perle. Perlen werden oft als Symbol für Schönheit und Reinheit angesehen und haben auch einige gesundheitliche Vorteile. Sie sollen das Immunsystem stärken, Entzündungen reduzieren und sogar bei Hautproblemen helfen. Auch auf den Hormonhaushalt sollen Perlen eine regulierende Wirkung haben und die Schilddrüse unterstützen. Perlen repräsentieren auch Weisheit und Erfahrung und sollen uns helfen, unsere Gefühle und Emotionen besser zu verstehen. Sie sollen uns auch dabei helfen, uns selbst und andere besser zu akzeptieren und uns vor negativer Energie zu schützen. Sie wirken also auch beruhigend und harmonisierend auf unsere Seele. Süßwasserperlen werden auch oft mit heilender Energie in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass sie das Energiefeld stärken und negative Einflüsse abwehren. Dabei helfen sie, die Chakren in Balance zu bringen und den Fluss positiver Energie im Körper zu fördern. Außerdem hilft uns die Perle bei unserem persönlichen Wachstum und auch in eine innere Zufriedenheit zu kommen. Als zweiten Heilstein empfehle ich diesmal den Labradorit. Er soll die Intuition stärken und die Verbindung zu höheren Bewusstseinsebenen ermöglichen. Er hilft dabei, die eigene Wahrheit zu finden und die eigenen Gedanken und Emotionen zu verstehen. Er kann auch bei emotionalen Blockaden helfen und die Kreativität fördern. Der Labradorit ist auch bekannt für seine Fähigkeit, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und den Körper zu reinigen. Er soll die Konzentration und das mentale Wohlbefinden verbessern und auch bei Schlafstörungen helfen. Er wird auch als Schutzstein gegen negative Energien betrachtet. Vor allem bei der Lösung von emotionalen Problemen oder auch Blockaden schenkt er uns Ausdauer, Selbstvertrauen und Kraft und baut diese Blockaden, Ängste und auch Stress ab. Er stärkt unser Gefühlsempfinden. Durch die Erhöhung unseres Bewusstseins verbindet er uns mit den universellen Energien. Als Heilpflanze empfehle ich diesmal die Zypresse. Sie ist ein Symbol und Attribut vieler Gottheiten in der Mythologie und steht für die Unterwelt, symbolisiert somit Langlebigkeit und wird seit jeher mit Tod, aber auch Trauer verbunden. Durch diese Auseinandersetzung mit dem Tod gelangen wir in ein Einheitsbewusstsein.
Die Zypresse dringt über unser Kehlchakra ein, verbindet uns mit unserer inneren Wahrheit und hilft uns, diese auch zum Ausdruck zu bringen. Zypressenöl wirkt innerlich stärkend und schenkt uns mehr Verständnis. Ebenso stärkt es die Konzentrationsfähigkeit und kann besonders zerstreuten Personen zu mehr Klarheit verhelfen. Die Zypresse motiviert uns, über Selbstmitleid und auch Verzweiflung hinauszuwachsen und stärkt unseren inneren Zusammenhalt. Als zweite Heilpflanze empfehle ich diesmal die Brunnenkresse. Sie hilft uns, unsere Gefühle frei fließen zu lassen und uns dem vertrauensvollen Fluss des Lebens hinzugeben. Die Kelten nutzten die Kresse für rituelle Reinigungen, um die Winterträgheit aus Leib und Seele zu vertreiben. Ihr werden magische Kräfte nachgesagt, die vor allem in Verbindung mit Wasser erhalten bleiben und sich intensivieren. Die Wasserpflanze punktet auf körperlicher Ebene vor allem mit einem sehr hohen Vitamin-C-Gehalt, viel Beta-Carotin, Eisen und Zink. Sie ist also ein wahres Superfood und wirkt auch leicht antibakteriell. Die Brunnenkresse verbindet uns mit der universellen Wahrheit und lässt uns erkennen, wo wir tatsächlich in uns Veränderung stattfinden lassen dürfen, um hier noch mehr in dieses Einheitsbewusstsein zu gelangen. Alles in allem können wir jetzt das Spiel des Lebens aus einer übergeordneten Warte betrachten und erkennen, wo wir uns selbst im Weg stehen und was wir verändern dürfen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen wundervollen Vollmond voller Erkenntnisse und Anbindung tatsächlich an die höheren Sphären. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir für dein Zuhören, dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Sende dir ganz viel Liebe, Licht, Kraft und Segen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Annabella.